Ja, hallo, hier ist nochmal der Andi vom Einhandblog. Ich möchte heute euch ein weiteres sehr wichtiges Hilfsmittel, denke ich, für uns alle vorstellen. Das ist die Anti-Rutschfolie. Wenn man mit einer Hand leben muss, dann ist das in vielen, sehr vielen Situationen hilfreich, wenn nicht gar unerlässlich. In meinem Blogartikel dazu könnt ihr da noch weiteres drüber lesen. Und wenn ihr das schon gelesen habt, dann wisst ihr auch, dass ich von dieser Rutschfolie auf meinem Esstisch dauerhaft ein paar Stücke liegen habe, weil die auf dem Frühstückstisch unerlässlich sind, damit man Marmeladengläser aufbekommt und das Brötchen nicht wegrutscht. Heute zeige ich euch ein paar Beispiele, wofür man die Anti-Rutschfolie benutzen kann. Da fange ich mal mit einer Getränkeflasche an. Dazu können wir jede Getränkeflasche einfach auf die Anti-Rutschfolie stellen. Die dreht sich dann, sollte sich eigentlich nicht mehr drehen, hält. Okay, wichtig ist natürlich, dass man beim Öffnen der Flasche nach unten drückt. Je mehr gedrückt wird, desto besser kann man natürlich auch den Deckel öffnen. Ich mache das mal vor, indem ich hier, machen wir es mal so ruhig mit wenig Fingern, runterdrücken und drehen, dann hält das normalerweise und man kann den Deckel aufdrehen. Und ich habe jetzt natürlich nicht jede Getränkeflasche, die es so gibt hier, kann euch aber versprechen, mit Colaflaschen funktioniert das, das habe ich alles ausprobiert, mit Milchtüten und entsprechend mit einem Flaschenöffner auch in einer Bierflasche und anderen Kronkorkengetränken. Und übrigens auch mit Marmeladengläsern, Gurkengläsern und anderen Getränken, die man hier auf und zudrehen möchte. Ich zeige das hier nochmal, auch wenn es schon auf war, kann man natürlich wieder zudrehen. Funktioniert alles wunderbar, ohne dass die wegrutscht. Kleiner Tipp vielleicht noch am Rande. Wenn ihr jetzt denkt, brauche ich nicht, ich kann das ja zwischen die Flasche zwischen die Beine stellen oder so, funktioniert das natürlich in Glasflaschen wunderbar. Sobald ihr aber diese dünnen PET-Plastikflaschen habt, habt ihr dann das Problem, wenn ihr zu fest drückt, dann schwappt euch das ganze Zeug in den Schoß. Und abgesehen von Flaschen und Gläsern kann man auch wunderbar Konservendosen auf der Anti-Rutschfolie öffnen, wenn sie schon eine von den Laschen hat. Die Dosen ohne Lasche zeige ich dann nochmal in einem extra Beitrag mit dem Dosenöffner. Und jetzt zeige ich hier, wie man die auf der Rutschfolie öffnet, wenn die Dose eine Lasche hat. So, wir haben hier einmal eine Konservenbüchse mit Pilzen und so ein. Wir haben diese Laschen, die kennen wir alle. Und wenn die Dose hier draufsteht, dann rutscht die normalerweise nicht weg. Auch immer gucken, wenn man ein bisschen Druck nach unten hat hier mit dem Daumen vielleicht, rutscht die nicht weg. Dann einfach hier das hochmachen, kennt ihr alle. Und dann kann man das hier auch so mit einer Hand gut hinkriegen. Ich fasse mal drunter, aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet und macht das Ding dann ganz ab. Geht mit einer Hand.